Hallo Eye-Tracking Community, mein Name ist Michael und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Daten filtern könnt, ohne eine einzige Zeile Code programmieren zu müssen. Wir werden uns drei verschiedene Anwendungsfälle anschauen. Der erste ist ein Experiment, in dem auch Biometriedaten aufgezeichnet worden sind und die wollen wir filtern. Im zweiten Experiment geht es um ein klassisches Desktop-Eye-Tracking-Experiment und im dritten Experiment werden wir uns anschauen, wie wir Daten in einem Automotive-Eye-Tracking-Experiment filtern können. Auf dem Bildschirm sehen wir das erste Beispiel. In diesem Experiment sehen wir drei Probanden. Die haben eine Aufgabe in einem Raum durchführen müssen und gleichzeitig wurde der Hautleitwiderstand aufgezeichnet. Den Hautleitwiderstand habe ich normalisiert. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr mit BlickShift Analytics Daten normalisieren könnt, schaut euch bitte dieses Tutorial an. Und jetzt möchten wir die Daten filtern. Und das geht ganz einfach in BlickShift Analytics. Ich gehe auf die Data Source hier, auf die Datenquelle. Ich öffne über das Menü Analysis die Value Search. Und in dieser Value Search kann ich nun Wertebereiche definieren, nach denen ich filtern möchte. Dazu klicke ich auf Add Row, sage dann, ich möchte die Spalte GSR Normalized filtern. Und jetzt interessieren mich alle Abschnitte in dieser Spalte, die größer 0,6 sind. Und dann gehe ich wieder in die Visualisierung hinüber, in den Line Graph und den Filmstrip hier. Und sehe jetzt im Experiment die Abschnitte, wo die Datenspalte GSR Normalized größer 0,6 ist. Und da erkenne ich zum einen, dass beim ersten Probanden diese Bereiche über das gesamte Experiment verteilt sind. Das heißt, der Proband hat immer mal wieder einen GSR-Wert größer als 0,6 gehabt. Beim zweiten Probanden ist das mehr oder weniger im ganzen Experiment der Fall. Und der dritte Proband hat im zweiten Teil des Experiments diese Werte überschritten. Wenn ich mich nun mit der Analyse auf diese einzelnen Abschnitte konzentrieren möchte, geht das ganz einfach. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf diesen blau markierten Bereich, also das Ergebnis der Value Search, und wähle dann hier im Menü entweder eine der Analysekomponenten aus in BlickShift Analytics oder eine passende Visualisierung. Auf dem Bildschirm sehen wir das zweite Beispiel. 9 Probanden haben ein Balkendiagramm betrachtet und eine Aufgabe durchgeführt. Ich kann diese 9 Probanden aggregieren. Dazu klicke ich hier auf den Aggregate-Button. Jetzt zoome ich rein. Was sofort auffällt, ist, dass wir hier oben ein Cluster von Fixationen haben und hier unten ein Cluster von Fixationen haben. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir diese Cluster einzeln filtern können. Dazu klicke ich auf die Datenquelle Visual Elements, rechte Maustaste, und wähle wieder die Value Search aus. In der Value Search wähle ich Fixation Y aus, so die Y-Koordinate der Fixationen, und sage, mich interessieren jetzt alle Fixationen mit einem Y-Wert kleiner 300. Schauen wir uns das Ergebnis an. Dazu verbinde ich die Value Search mit den existierenden Visualisierungen. Wir gehen in die Visualisierung hinein und la voilà, sehen wir jetzt nur die Fixationen mit einem Fixationswert kleiner 300. Und das ist hier der obere Bereich. Jetzt kann ich zum Beispiel wieder auf den Aggregate-Knopf drücken. Und hier sehen wir jetzt nur die einzelnen Scan-Path-Abschnitte, jeweils mit einer Y-Komponente, die kleiner als 300 ist für die Fixation. Wenn ich jetzt diese Blickpfade mir genauer anschauen möchte, kann ich auf die Value Search klicken, die Analyse wählen und dann hier die Gaze Statistics Komponente öffnen und mich bei der statistischen Analyse nur auf den oberen Abschnitt im Experiment konzentrieren. Im letzten Beispiel geht es um Eye-Tracking-Daten, die in einem Automotive-User-Experiment aufgezeichnet worden sind. Wir sehen links die Verkehrssituation, wir sehen das Geschwindigkeitsprofil, die Augenbewegung und Kontextinformation aus dem Experiment. Und eine typische Analysefrage ist jetzt zum Beispiel, wie sieht das Blickverhalten bei einer bestimmten Geschwindigkeit während der Autofahrt aus? Und dazu klicke ich hier wieder, wie in den Beispielen zuvor, auf die Datenquelle und öffne die Value Search. Ich klicke auf Add Row, wähle in diesem Beispiel Velocity aus
und sage, mich interessieren die Abschnitte mit einer Geschwindigkeit größer 20 Stundenkilometer. Jetzt kann ich direkt wieder in die Visualisierung rübergehen und sehe die einzelnen Abschnitte im Experiment. Ich kann das auch für alle Probanden machen und sehe jetzt also die ganzen einzelnen Abschnitte über die drei Autofahrten, während denen der Autofahrer oder die Autofahrerin schneller als 20 Stundenkilometer gefahren ist. Schauen wir uns das Blickverhalten in diesen Abschnitten genauer an. Ich gehe auf die Value Search, rechte Maustaste, Visualizations, Parallel Scan Path. Hier sehen wir jetzt das Blickverhalten über die Areas of Interest vom ersten Probanden. Und was sofort auffällt, sind diese Unterbrechungen in der Visualisierung. Und das bedeutet Folgendes. In diesem Abschnitt ist der Proband schneller als 20 Stundenkilometer gefahren. Hier im zweiten Abschnitt genauso. Und diese Unterbrechung ist genau der Bereich, in dem der Proband langsamer als 20 Stundenkilometer gefahren ist. Also das, was von der Value Search nicht gefunden worden ist. Das erkennen wir auch hier links auf der Zeitachse. Die macht an der Stelle einen Sprung. Das heißt, die einzelnen Parallel Scan Paths, wenn ich sie mir alle anschaue, zeigen mir nur die Abschnitte im Experiment an, die der Parallel Scan Path von der Value Search bekommt. Das heißt, die ich dort als Suchparameter angegeben habe. Und damit kann ich relativ leicht durch das Experiment hindurchgehen, mir verschiedene Bereiche bezüglich verschiedener Metriken genauer anschauen, ohne eine einzige Zeile Code programmieren zu müssen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr nie ein neues Tutorial verpassen werdet. Und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen.